Reste, Reste, Reste. Hallo, ihr lieben Wollmäuse. Wer von euch kennt das nicht? Man hat Wollreste zu Hause und weiß nicht so richtig, wie man die vernünftig unterbringen soll. So ging es mir auch. Und ich habe mir meine Reste zusammengesammelt, habe mir eine passende Hauptfarbe geschnappt. Davon habe ich mehrere Knäule noch auf Vorrat gehabt. Und die Reste habe ich mir so sortiert, dass die von der Dicke möglichst gut zu meiner Hauptfarbe passen. Ein bisschen dicker ist es manchmal hier wie mit dem Grün und manchmal ist es ein bisschen dünner wie mit der handgesponnenen Wolle. Und dann habe ich folgendes draus gemacht. Und zwar habe ich mit einer Restedecke angefangen. Und beim Machen ist mir eingefallen, was man damit alles machen kann. Und ich werde jetzt mal so kurz zusammenfassen was man hiermit alles anstellen kann, denn das ist nicht einfach nur eine Restedecke, da kann man ganz viel draus zaubern. Und im Anschluss zeige ich euch aber, wie ich das mit den Quadraten her von der Technik gemacht habe. Also hier habe ich erstmal nur einfach meine Reste willkürlich zusammengesammelt. Wie gesagt, mal ein wenig dicker, mal ein wenig dünner, aber alles so ungefähr in der Stärke wie meine Hauptfarbe. Meine Hauptfarbe ist für einen Häkelhaken 4 mm gedacht und hat auf 50 Gramm 105 Meter, also so eine schöne Mützenwollstärke. Und davon habe ich wirklich einige Reste gehabt und habe einfach nur mal so, dass die Farben möglichst gut harmonieren, habe ich die ganzen Reste zusammengesetzt. Jetzt könnte man aber auch überlegen. Das Ganze entweder hier so in klein für eine Babydecke zu machen oder eben als ganz großes Projekt und kann dann natürlich auch die Quadrate entsprechend größer machen. Die bunten Flächen, das erkläre ich euch im Technikteil, wie man das ganz einfach berechnet. Man könnte aber auch sagen, ich möchte wirklich bei einer Babydecke bleiben und möchte gerne bunte Streifen machen in den einzelnen Kästchen. Da könnte man also sagen, ich mache die untere Reihe, was bei mir jetzt hier dieses Blau, Dunkelgrau, Rosa, Weiß und Weinrot ist. Das mache ich in einem Dunkelblau. Die zweite Reihe mache ich in einem Mittelblau. Die dritte Reihe in einem Hellblau. Die vierte Reihe in Türkis und so weiter und so weiter, dass man eine Art Farbverlauf hat. Dann reichen natürlich diese ganz kleinen Reste nicht. Da sollte man dann schon. Je Farbe auch ein Knoll noch übrig haben. Man könnte aber auch sagen, ich möchte das Ganze nutzen als Temperaturdecke. Da kann man sich nämlich überlegen, mache ich für jeden Monat von einem Jahr ein so ein Quadrat. Dann hätte ich zwölf Quadrate zum Schluss und könnte, hier habe ich jetzt 30 kleine farbige Rechtecken drin und könnte dann für jeden Tag. Die Temperatur festlegen, was weiß ich, sagen wir mal 0 bis 5 Grad, da nehme ich ein Blau für 6 bis 10 Grad, da nehme ich ein Weiß für 11 bis 15 Grad, da nehme ich ein Rot für jetzt nur mal so ne? und kann für jeden Monat ein so ein Rechteck machen und fügt dann am Ende der zwölf Monate einfach diese zwölf Quadrate zusammen. Und dann hat man ein großes Resteprojekt. Da braucht man natürlich ein bisschen mehr an Wolle, als ich jetzt hier so von den Resten habe. Aber so prinzipiell, glaube ich, eine gute Idee. Und kommt eben so auf eine große Decke. Ja. Oder aber, man sagt, ich möchte so eine ähnliche Variante machen. Nur eine Decke möchte ich jetzt gar nicht so gerne machen. Dann kann man natürlich auch mit feiner Wolle einfach eine Stola oder einen Schal draus machen. Man kann auch sagen, ich bleibe bei zwei Farben. Ich suche mir als Hauptfarbe Strang A aus und für meine Kästchen Strang B und mache in meiner gewünschten Breite einfach, sagen wir zum Beispiel mal drei oder vier Kästchen in der Breite, mache ich mir eine Stola oder einen Schal. Also da ist ganz, ganz viel möglich. Und äh, zum Thema Restedecke äh, im Sinne von Temperaturdecke könnte man dann auch noch überlegen, mh, dass man, wenn es um die Monate geht, wo man 31 Tage hat, da würde ja hier quasi ein Rechteck fehlen für den 31. Tag, dass man dann entsprechend der Farbe einfach die Umrandung in dem Tag macht. Ne? Und für den Februar mit seinen 28 oder manchmal eben auch 29 Tagen würde ich einfach ein Quadrat links und ein Quadrat rechts weglassen. Und so kann man eben wunderbar eine Temperaturdecke machen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, was ihr damit machen könnt. Ähm, man könnte natürlich auch sagen, ich mache zum Beispiel, wenn ich bei einer Decke bleiben will, ähm, sechs Quadrate so, wie ihr hier seht, und mache sechs Quadrate in nur grau in Uniform oder ich mache sechs Quadrate so und sechs Quadrate mit Streifen und häkel die dann hinterher zusammen oder nähen wie ihr das am liebsten macht also da kann man jetzt total viel machen ja aber Grundgedanke war jetzt erstmal Babydecke Reste Decke und ich zeige euch jetzt erstmal wie ich das Ganze gemacht habe denn es ist vielleicht in den Farbreihen. Naja, man braucht ein bisschen Ausdauer, weil es nicht ganz so einfach ist mit den Fäden, aber spätestens wenn die erste Farbreihe um ist, also der erste Block, dann seht ihr, das hat sich gelohnt. Und das Ganze habe ich nur mit halben Stäbchen gehäkelt, also rein von der Handwerkskunst ist es nicht schwer und es kommt doch ein nettes Projektbar raus. Und wenn ihr dann irgendwann feststellt, nee, das ist doch nicht so meins, naja, dann wird es halt eine Kissenhülle. Wie das Ganze eben funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Anschluss. Zunächst einmal geht es darum, dass man sich alle Reste zusammensucht, die man miteinander verarbeiten will. Wie eben schon gesagt, die sollten in etwa schon von der Dicke zueinander passen. Und ansonsten könnt ihr da wirklich alles reinwerfen, was ihr zur Verfügung habt. Und wenn ihr zum Beispiel zwei Garne habt, die deutlich dünner sind als dieses hier, dann könnt ihr zum Beispiel auch zwei Farben einfach, also zwei Fäden zusammennehmen äh, und daraus ein Quadrat machen. Ähm, guckt, dass ihr genug von eurer unifarbenen Wolle hier habt, die ihr für die Hintergrundfarbe braucht, denn ähm, da braucht man dann doch ein bisschen mehr, als man so denkt. Ich habe für das eben gezeigte Rechteck habe ich zwei Knäule davon gebraucht, also 100 Gramm. Die Reste habe ich nicht abgewogen, weil es einfach Reste sind. Ne? Dann geht es darum festzulegen, wie groß soll denn das Ganze werden und wie groß sollen eure Kästchen werden. Nicht nur die Kästchengröße ist entscheidend, sondern auch die Abstände, die ihr zwischen den Kästchen haben wollt. Es ist wirklich von der Methode her total egal, ob ihr kleine Kästchen macht, ob ihr große Kästchen macht, wie viel Abstand hier zwischen sein soll, ihr müsst es nur vorher festlegen. Und ich will euch einen kurzen Tipp geben, wie man das Ganze äh, sich ausrechnet, damit ihr wisst, wie viele Luftmaschen ihr überhaupt anschlagen müsst. Ich habe jedes Kästchen mit sechs Maschen Breite festgelegt. Und für später wichtig, fünf Reihen übereinander, damit es, es ist nicht ganz ähm, ein Quadrat, aber sagen wir mal nahezu ein Quadrat, je nach Wolldicke auch, habe ich also sechs Maschen in der Breite festgelegt und als Abstand habe ich auch sechs Maschen gewählt. Ich wollte den Rand ebenfalls gleichmäßig haben, das heißt, ich habe angeschlagen. Sechs Maschen für den Rand, sechs Maschen für das erste Kästchen, sechs Maschen für den Zwischenraum und nochmal sechs und nochmal sechs, nochmal sechs, nochmal sechs, nochmal sechs, nochmal sechs. Noch hier sechs und den Abschluss natürlich auch mit sechs. Das heißt, das alles muss zusammengezählt werden und dann habt ihr die Breite, die ihr festlegen könnt als eure Luftmaschenanzahl. Plus natürlich die Wendeluftmaschen, aber die ziehen wir jetzt mal nicht mit rein, weil es euch ja erstmal um die Gesamtbreite geht. Wenn ihr diese Abstände kleiner machen wollt und sagt zum Beispiel, ich möchte gerne, dass mein Kästchen zehn Maschen breit ist und ich möchte dazwischen immer nur zwei Maschen in meiner Hintergrundfarbe haben, in der Hauptfarbe. Dann geht es auch darum, erstmal festlegen, wie breit muss denn das Ganze hier sein, wenn ihr da auch nur zwei Maschen wollt. Dann müsst ihr zwei Maschen plus 10, plus zwei, plus 10, plus 2 und so weiter und so weiter rechnen und hier hinten das zweite Mal Rand nicht vergessen, also nochmal plus zwei. So legt man die Maschenanzahl fest. Dann habe ich in meiner Hauptfarbe hier, in der Hintergrundfarbe, erstmal zwei Reihen nur in Grau gemacht, weil ich eine saubere Kante haben wollte. Und ich habe zwischen den Kästchen in der Höhe, habe ich immer drei Reihen in Grau gearbeitet. Man kann natürlich auch das gleiche machen, dass man hier drei Reihen macht und da drei Reihen. Aber mir war von vornherein klar, ich mache auf jeden Fall noch einen Rand drum, also eine Einfassung. Und dann passt diese Optik mit zwei Reihen plus Rand besser zu dem hier. Wenn euch das egal ist, macht das auch nichts. Ihr könnt auch diese Zwischenräume ganz weglassen. Das geht natürlich auch. Und macht Farbe an Farbe direkt dran und fasst das Ganze dann hinterher nur ein. Da kann man also jetzt ganz, ganz doll variieren. Mit der Höhe, da lohnt es sich vielleicht vorher einfach mal ein Probestückchen, eine Maschenprobe zu machen, um auszumessen, wie hoch muss ich häkeln, damit ich auf die gleiche Zentimeterangabe komme, wie ich in der Breite habe. Mir war es jetzt nicht so ganz, ganz wichtig. Ich habe, wie gesagt, fünf Reihen übereinander gemacht auf sechs Maschen in der Breite, damit es nahezu rechteckig wird. Aber mir war auch klar, so ganz gleichmäßig wird es sowieso nicht werden, weil ich ja immer mal unterschiedlich dicke Wolle verwendet habe. Also so kommt es am nahesten dran. Ansonsten, wie gesagt, empfiehlt es sich vorher einfach mal eine Maschenprobe zu machen. Und wenn ihr das macht, in der gewünschten Größe, wie eure Kästchen eben aussehen sollen, dann Empfehle ich euch gleich, vielleicht das Ganze mal zu wiegen, damit ihr wisst, wie viel Gramm braucht ihr denn für ein Kästchen. Ja, weil dann könnt ihr eure Reste abwiegen und wisst, okay, dieser Rest, der reicht für ein Rechteck, dieser Rest reicht für vier Rechtecke und dieser Rest reicht vielleicht überhaupt nicht. Okay, wenn ihr das alles festgelegt habt und eure Breite ist vollkommen klar, dann kann es losgehen, wie das Ganze gemacht werden soll. Und das gilt genauso für Decke wie für Stola, wie für Babydecke und Schal und alles das gleiche, egal ob große Kästchen oder kleine Kästchen. Jetzt geht's los an den Technikteil. Ich werde jetzt nur ein kleines Teilchen häkeln, weil das sonst einfach zu lang dauert, um euch das zu zeigen, und mache Kästchen in der Breite von vier Maschen. Das heißt. Ich mache vier Maschen für den Rand, drei, vier, vier Maschen für das erste Quadrat, vier Maschen für den Zwischenraum, vier Maschen für das zweite Quadrat. Und vier maschen für den anderen rand und meistens mache ich bei halben stäbchen nur eine wendeluftmasche aber in diesem fall mache ich zwei damit es auch wirklich ganz ganz locker fällt also kommen noch zwei wendeluftmaschen hinzu und hier wo ich gerade festhalte in diese masche eins zwei in die dritte vom Haken mache ich mein erstes halbes Stäbchen und das auch auf alle anderen Luftmaschen kommt jeweils ein halbes Stäbchen, bis ich wieder vorne angelangt bin. Und auch hier nehme ich wieder die hintere Strebe, also keine von diesen beiden Schlingen sondern diese hintere, weil es dann später auch deutlich einfacher ist und schöner aussieht, wenn ich dann noch einen Rand drum mache. Ihr macht jetzt so viele Reihen, wie ihr machen wollt, in eurer Hauptfarbe. Und zum Wenden mache ich auch wieder zwei Wendeluftmaschen, drehe die Arbeit um und ich zähle die Wendeluftmaschen nicht mit. Weil ich hier in meine erste Masche auch gleich wieder ein halbes Stäbchen reinhekle. Und ich habe ja gesagt, bei mir geht es hier immer im Takt von vier Maschen. Das heißt, ich häkle drei klassische halbe Stäbchen in meiner Hauptfarbe und die vierte Masche fange ich an. Und bevor ich die abhekle, nehme ich mir die Farbe, die ich für mein erstes Quadrat haben möchte. Und lasse auch ruhig noch ein bisschen hier über als Anfangsschlinge. Und mit der neuen Farbe masche ich das halbe Stäbchen ab. Ich mache es meistens so in solchen Fällen, dass ich mir diesen Anfangsfaden trotzdem schon mal vorsichtshalber hier mit anknote und mit einhäkle oder später auch vernähe, was ihr da lieber mögt. Ich häkle immer gleich mit ein, weil so ist es doppelt gesichert. So. Und jetzt geht die erste Reihe von meinem Kästchen los in der pinken Farbe. Und meine Hauptfarbe. Die lege ich mir oben auf meine halben Stäbchen drauf und nehme die Farbe mit. Und häkle jetzt vier Stäbchen, vier halbe Stäbchen in meiner Kästchenfarbe, die ich mir überlegt habe. Drei komplette Stäbchen und beim vierten. Mache ich so weit, bis ich drei Schlingen auf dem Haken habe und lege mir meine Farbe nach hinten und masche jetzt dieses halbe Stäbchen mit meinem Grau wieder ab und ziehe mir das ein bisschen fester. Solltet ihr das nächste Kästchen in der gleichen Farbe machen wollen, dann nehmt ihr diese Farbe mit und umhäkelt die. Das hier genauso wie ihr das eben mit dem grauen Faden gemacht habt, soll das Kästchen eine andere Farbe sein, dann kann man hier den Faden einfach hinten liegen lassen und weiter häkeln. Wieder vier Maschen in meinem Beispiel in Grau davon die ersten drei komplett abhäkeln, das vierte anfangen zweite Farbe nehmen und damit das halbe Stäbchen zu Ende häkeln. Da muss man manchmal, weil die letzte Schlinge sich ein bisschen hochzieht, ein bisschen nachfassen und dann kann ich mit meiner zweiten Farbe weiter häkeln und nehme auch wieder das grau, also meine Hauptfarbe mit. Leg die hier oben drauf und hekel den Faden, den Arbeitsfaden mit ein für den Rand, wo ich gleich die Farbe wieder brauche. vierte Masche häkle ich wieder mit dem Grau ab und lasse mein Türkis nach hinten fallen und häkle mit Grau ab. Und jetzt kommt mein Rand. Die letzten vier Maschen mache ich wieder in dem Grau und brauche keinen Faden mitnehmen, denn das seht ihr gleich, wenn wir umdrehen, sind die Fäden nämlich schon da. Und 4. Das ist Reihe 1. Zwei Windeluftmaschen, Arbeit drehen und ich mache wieder vier Maschen in Grau. Und die vierte fange ich in Grau an, schnappe mir meinen Türkis und beende das halbe Stäbchen damit. Es ist zu empfehlen, hier das Grau und das Türkis einmal miteinander zu verkreuzen, damit sich hier keine Schlinge ergibt. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, wieso da ist doch so eine Schlinge, ja. Aber die häkeln wir jetzt mit ein. Mein Grau bleibt oben drauf. Und das ist eh meine Rückseite. Da ist es nicht ganz so schlimm. Aber ihr seht hier, dieser Faden fällt kaum auf. Der wäre größer, wenn ich die Fäden nicht miteinander verkreuzen würde. Sorgt allerdings auch für ein bisschen mehr Verkuzelung der Fäden. Also es lohnt sich zwischendurch doch immer mal, die Fäden zu entwirren. So, vierte, vierte Masche in Türkis. Ich lasse meinen Faden hier liegen, mache auch noch mal über Kreuz und masche meine vierte mit dem Grau ab. Ich muss ein bisschen hier an der Wolle ziehen, weil es heute so furchtbar warm ist und alles irgendwie klebt. So, nochmal. Ich lege mir mein Grau einmal nach rechts, hole mein rosa hier rüber, masche damit das halbe Stäbchen ab und lege mir das Grau wieder oben drauf und nehme es mit, während ich hier das rosa häkle. Und da ich gerade die Rückseite angucke, ich lege alle Fäden immer zur Rückseite hin, denn hier müssen wir eh später die Fäden vernähen und abschneiden. Und es wird eindeutig eine schönere und eine nicht ganz so schöne Seite geben. Deswegen lege ich die Fäden auch auf, immer auf die gleiche Seite, damit ihr die dann nicht vorne habt. So, als rosa lege ich wieder über Kreuz und Masche ab mit meinem Grau. Es kommen wieder vier halbe Stäbchen in Grau und dann ist die Reihe auch zu Ende. So, das war die zweite Reihe. So sieht sie von hinten aus. Mach mal zwei Wendeluftmaschen. Wir drehen die Arbeit um und dann seht ihr nämlich, von vorne sieht es gleich ordentlich aus. Ja, im Prinzip wiederholt sich jetzt alles. Ich mache hier wieder in meiner Hauptfarbe vier Maschen oder eben die Anzahl die ihr ausgesucht habt. Die vierte Masche fange ich nur damit an. Lege mein Grau nach hinten. Erstmal hole mir das Rosa hoch und Masche ab. Ziehe das Grau ein bisschen fest und dann kann ich es mir nämlich hier gleich wieder oben mit auflegen und mit einhäkeln. Und habe es dann für meinen Zwischenraum verfügbar. Das mag vielleicht erstmal ein bisschen fummelig aussehen und es, zugegebenermaßen ist es auch so. Aber es lohnt sich, weil ihr damit schön ein schönes Muster erstellen könnt. Und so geht es dann jetzt weiter. Ich würde, wenn ich jetzt hier wirklich nur vier Maschenbreite mache, würde ich auch echt nur drei Reihen in der Höhe machen, weil es so nahezu quadratisch ist. Ja, wenn die Reihe abgeschlossen ist, schneide ich meine Fäden ab und mache eben in meiner Hauptfarbe, in dem Grau, so viele Reihen oben drüber, wie ich das haben möchte. Ne? Wie ihr das haben möchtet. Und das wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich. Überlegt euch, wie gesagt, vorher eine Strategie, wie ihr es haben möchtet, ob ihr es total willkürlich haben wollt, bunt gemixt haben wollt, ähm, ob ihr überhaupt Zwischenräume haben wollt und so weiter. Und wenn ihr eure gewünschte Größe erreicht habt, dann zeige ich euch jetzt noch, wie man das Ganze umhäkelt ähm, und schön einfassen kann. Was sich besonders empfiehlt, einmal als sauberer Abschluss natürlich, andererseits aber vor allen Dingen auch, wenn ihr später mehrere Quadrate zusammenfügen wollt, dann ist es wirklich sehr, sehr von Vorteil, wenn ihr einen Rand drum macht, mit festen Maschen oder mit halben Stäbchen oder was ihr möchtet, um das Ganze sauber einzufassen und dann besser vernähen zu können. Es ist auch wirklich relativ egal, für welche... Masche ihr euch, entscheidet für den Rand. Ich nehme jetzt einfach mal feste Maschen, um wirklich einen Rahmen zu haben. Ihr könnt das natürlich auch mit halbem Stäbchen machen. Hier von meiner Oberkante ist mir ja die Maschenanzahl vorgegeben und an den Rändern muss ich mir jetzt erstmal den Weg suchen. Und umso empfehlenswerter ist es, jetzt diesen Rand zu machen, weil die Einstichstellen zu suchen, die passenden, wenn ihr. Die Quadrate zusammenfügt, das ist ungleich schwerer. Jetzt gibt es ein paar Tricks, wie man festlegen kann, dass ich auch genug Maschen hier verteile, ohne dass es sich vielleicht wählt, weil ich zu viele Maschen genommen habe. Oder es könnte sich auch, wenn ich zu wenig Maschen nehme, einfach zusammenziehen. Da könnt ihr euch als Hilfe nehmen, dass ihr hier mal ein Zentimetermaß anlegt und messt euch fünf Zentimeter ab und zählt, wie viele Maschen habt ihr denn hier verteilt auf 5 cm? 1 2 3 4 5 6 7 8. Und dann wisst ihr, wenn man hier 5 cm abmisst, da auf diese Strecke muss ich 8 Maschen verteilen. Man könnte auch sagen, es sind sehr wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier 1 2 3 4 5 6 Reihen habe, die ich behekle, und da möchte ich acht maschen drauf verteilen. Brauche ich immer so sagen wir mal immer nach zwei reihen noch mal eine masche dazu. Also wenn ich zwei reihen habe, mache ich drei maschen drauf. So über den Daumen, es muss auch nicht wirklich mega perfekt sein. Es ist nur sinnvoll, dass ihr die maschen am rand Zumindest grob mitzählt, damit ihr hinterher keine Schwierigkeiten habt beim Zusammennähen. Sonst habt ihr an dem einen Quadrat, weiß ich nicht, 60 Randmaschen und beim anderen 50 und dann wird es schwierig mit dem Zusammennähen. Ich habe jetzt eine Luftmasche für die Höhe gemacht und suche mir jetzt hier die äußerste Masche und sehe auch zu, dass ich immer unter zwei Schlingen durchsteche, damit das Ganze stabil ist. Und mache mir hier zwei feste maschen rein die sind aber nur für die kurve ich mache in der kurve hier um die ecke mache ich immer drei rein und wenn ich einmal ringsrum bin und komme ich hier wieder an dann mache ich hier auch noch mal eine feste masche rein um das ganze zu verbinden und in jede ecke kommen bei mir also drei feste maschen man könnte auch eine luftmasche dazwischen machen ähm, mache ich aber nicht so Jetzt muss ich mir hier meine Maschen suchen und wie gesagt immer gucken, dass ich möglichst zwei Schlingen untersteche und dann suchen wir uns hier einfach den Weg. Das mag sein, dass das vielleicht ein bisschen länger dauert, aber je mehr Zeit ihr hier drin investiert, umso ordentlicher sieht das Ganze aus. Und hier zum Beispiel, da suche ich mir einfach eine zweite Lasche dazu, weil nur eine. Das macht es dann nicht ordentlich genug. Ja, und das Ganze einmal ringsherum und ich zeige euch gleich nochmal, wenn ich an der Ecke angekommen bin, wie ich das da mit den drei Maschen mache. bin jetzt hier am unteren Rand und nicht verwechseln meine letzte Masche, ist hier, wo der Knoten ist. Ne? Damit habe ich ursprünglich mal angefangen und ich mache also hier in diese Masche noch eine normale feste Masche rein und erst hier mache ich die drei Maschen rein und ich nehme mir ja auch gleiche den Anfangsfaden und umhäkel den mit, weil sonst habe ich nur eine Schlinge. Mache jetzt in die gleiche Einstichstelle drei feste Maschen, um gut um die Kurve zu kommen. Und ihr seht, das ergibt sich von ganz alleine, dass ich hier die Ecke schon eingefasst habe. Und weil ich ja ganz am Anfang bei meiner Luftmaschenkette hinten das dritte Glied gewählt habe, wo ich eingestochen habe, habe ich es jetzt auch wirklich einfach mit dem umhäkeln. Ich nehme mir einfach meinen losen Faden hier vom Anfang, nehme ich mir mit und häkle den gleich mit ein. Dann ist er weg und ich brauche ihn nicht vernehmen. Wir müssen es uns ja nicht unnötig schwer machen, ne? Ja, ihr Lieben, dann bin ich mal ganz, ganz doll auf eure Kommentare gespannt, was ihr so verarbeiten würdet. Sagt mir das doch bitte, schreibt mir unbedingt mal, wie ihr das Ganze findet, was ihr daraus machen würdet, ob ihr eine große Decke vielleicht machen würdet damit. Ähm ob ihr eine Babydecke damit macht, ob ihr bestimmte äh, Farbabfolgen beachten wollt, ob ihr völlig willkürlich eure Reste da verballert, ähm, ob ihr vielleicht gar keine Decke macht, sondern vielleicht einen Schal oder eine Stola oder was auch immer. Also das interessiert mich brennend gerade, weil bei diesem Projekt so unheimlich viel möglich ist. Würde mich das sehr, sehr interessieren. Also schreibt mir das bitte gerne, gerne. Und lasst auch einen Daumen da. Das freut mich immer. Denn dann weiß ich, ob euch das Ganze gefallen hat. Ja, ihr Lieben, seid kreativ, haut eure Reste auf den Kopf. Ich bin mir sicher, dass da wunder, wunderbare Werke bei rauskommen. Und viel Spaß damit. Ich wünsche euch alles Liebe und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis bald. Tschüss, eure Alex.